Brüche kürzen. Ich habe noch geschrieben, warum. Warum überhaupt? Warum? Werden wir gleich sehen. Wir nehmen mal wieder die typischen Pizzen. 6 Pizzen haben wir, 8 Leute sind's. Ja, wie viel ist das? Aber wie viel hat jeder wirklich? Und deswegen müssen wir kürzen. Gucken wir uns das mal an. Die 6 Pizzen habe ich hier hingemalt. Der blaue kriegt den blauen Teil. Der grüne, dunkelgrüne kriegt den Teil. Und so weiter und so fort. Und zum Schluss kriegen die, der siebte von den 8 Leuten kriegt das, was bei den dreien übrig ist. Und der achte kriegt das, was bei den dreien übrig ist. Man sieht es. Wie viel hat jeder wirklich? Zum Beispiel der siebte hat 1, 2, 3 Viertel. Der achte hat 1, 2, 3 Viertel. Der erste aber auch, sieht man. Obwohl da noch mit dem Messer durchgeteilt wurde, weil wir ja gerecht durch 8 teilen wollten. Ja, so macht man's. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal mathematisch an. Also 6 Achtel. 6 Achtel möchte ich vereinfachen. Und zwar so einfach wie möglich. Und jetzt kommt was, das ist eigentlich wie das Erweitern. Bloß umgekehrt. Ich überlege mir, durch welche Zahl sind beide gleichzeitig teilbar. Die 6 und die 8 gehen beide durch 2. Na, dann schreibe ich das einfach dahin. So, und dann heiße ich 6 durch 2 ist 3, 8 durch 2 ist 4. Das ist das Ergebnis. Das nennt man Kürzen. So einfach ist es. Anderes Beispiel mal, meinetwegen 14 21. Nehmen wir das mal. Oh je, ich habe mich vertippt. 14, na. Na, das passiert manchmal, das ist Technik. 14 21. Ich überlege mir, die 14 und die 21 gehen beide durch was? Ich mach's nochmal blau. Na, die gehen beide durch 2? Nee, ne? 21 nicht, aber durch 7 gehen sie. Also schreibe ich es dahinter. Ist kein Verbrechen, darf man schreiben. Natürlich, man könnte das auch nochmal mit einem Bruchstrich schreiben, aber dann wird es sehr unübersichtlich, würde ich deswegen nicht raten. Also sagen wir, okay, Ergebnis: 14 durch 7 ist 2 und 21 durch 7 ist 3. Ist der Bruch nicht viel einfacher? Und guckt mal, eigentlich hat jeder einen Dreiviertelteil. Oder hier, 14, 21, das sieht unübersichtlich aus. Dann machen wir es doch einfacher. Wir machen den Bruch so einfach wie möglich. Das heißt, Zähler und Nenner durchs Gleiche dividieren. Aber es muss durchs Gleiche wirklich gehen. Und so funktioniert es. Wir machen dann noch ein Übungsvideo hinterher. Aber das war das ganze Prinzip. Man sagt, und jetzt nochmal bitte zu dem Umgehen wie damit. Durch was sind beide zu kürzen? Zähler und Nenner. Oder ich kann 6 Achtel durch was kürzen? So spricht man es auch. Na denn, ich wünsche viel Spaß beim Üben. Ich rede wieder mal so lang, ne, weil hier oben, hier kommen dann die Links. Links und hier auf der Seite auch. So, das war's für dieses Video. Viel Freude beim Üben. Wer es verstanden hat, dem macht das Freude. Kann ich garantieren. Bei über 10.000, 11.000 Schülern mittlerweile hat es Spaß gemacht. Dann bei euch auch.